bei der Queen of the Camper bin ich jetzt gerade und sie hat eine ganze Großfamilie eigentlich dabei, dachte ich zumindest, aber eigentlich hat sie nur eine Tochter und der Rest ist irgendwie so dazugekommen, hat man so den Eindruck, aber hier ist irgendwie jedes Alter vertreten, was wir total cool fanden. Und erzähl doch einfach mal, wie seid ihr zum Campen gekommen? Eigentlich durch meinen Mann, der ja, die ganze Familie campt, die Schwägerin, der Schwiegerpapa, die Schwiegermama. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr wehren. Okay, und wie kamst du zum Camping, wenn du deine Frau dazu gebracht hast? Von meiner Kindheit her bin ich schon immer campen gegangen und dann haben wir uns dann irgendwann ein Wohnmobil zugelegt. Also das heißt, für euch gibt es gar keinen Strandurlaub mehr im Hotel oder so, gibt es gar nicht mehr? Doch. Gibt es auch noch? Den gibt es auch noch. Okay, und was gefällt dir denn besser? Ich komme jetzt mal zu dir. Strandurlaub. Ja, mit Camper oder im Hotel? Beides. Beides. Hauptsache Strand. Hat sich noch nicht entschieden? Nee, okay. Hauptsache Strand. Darf ich dich fragen, wie alt bist du? 18. Okay. Ist es denn schwierig, mit einem Teenie, sag ich jetzt mal, einfach noch campen zu gehen? Ja. Ja. Sie würde natürlich sagen, nein. Nee, aber ich stelle es mir auch schwierig vor. Also ich meine, ich bin jetzt 23 und ist ja noch nicht so lange her, wo ich 18 war. Da mit den Eltern in Urlaub, ich habe es gern gemacht, aber es ist nicht bei jedem so, oder? Gibt es da Probleme manchmal? Nee, eigentlich kann man sie gut mitnehmen, aber es ist oft dann langweilig und man muss sie dann beschäftigen. Ist wie mit einem kleinen Kind eigentlich. Okay. Ja, die Interessen gehen so ein bisschen auseinander, oder? Was ist das, was du gern machst im Urlaub? Telefonieren. Nein, Hauptsache Entspannung. Okay. Aber meistens am Handy sein, ja. Okay. Und das nervt euch dann? Ja, wir würden dann, also jetzt hier beim Campen geht's noch, aber wenn wir sonst wo irgendwo unterwegs sind, dann sitzt sie am Handy oder geht nicht mit und ja, das ist dann so schwierig. Hier kann man so gut laufen lassen. Laufen lassen ist gut. Es ist wahrscheinlich auch das, ja, unterschiedliche Interessen. Ihr wollt euch vielleicht mal irgendwas angucken, wenn ihr unterwegs seid und du sagst, oh, ja, ist voll langweilig, oder? Kommt tatsächlich drauf an. Also wenn es mich auch interessiert, gehe ich gern mit, aber es gibt Sachen... Interessiert mich null. Ja. Aber ich sag mal so, wenn ihr auf einem Campingplatz dann seid, dann kannst du ja eigentlich auch mal daheim bleiben und ja, und die Eltern schauen sich halt irgendwas an, was dich vielleicht nicht so interessiert. Wie ist es denn auf den Campingplätzen dann? Sind da auch Gleichaltrige oder sieht man da eher ältere Leute, jüngere Leute, Familien mit Kleinkindern? Ja, Familien mit Kleinkindern und ja, oder ältere. Mittlerweile alles gemischt. Querbeet, jung und. Aber ist auch schön, oder? Ja, ist okay. Habt ihr dann auch Kontakt zu Leuten, die eigentlich gar nicht in eurem Alter sind oder in ihrem Alter? Ja, viele Ältere halt rundherum, aber ja, wie gesagt, also ist ja halt alles bunt gemischt und man findet immer was und wir haben auch immer Spaß. Und also ist es nicht so, dass ihr sagt, oh nee, mit den alten Leuten ist langweilig? Die sind eigentlich alle witzig. Ja. Also ich muss sagen, wie Jan und ich, wir haben gestern auch so viele ältere Leute getroffen, die total das spannende Leben hatten oder so viel zu erzählen hatten und dann wird es auch nicht langweilig irgendwie, oder? Genau, nee, man findet immer irgendein Thema, über das man sich unterhalten kann oder trinkt abends noch gemütlich einen zusammen. Ja, also das ist eigentlich schön. Ja. Das finde ich definitiv auch. Ich bin zwar keine Camperin eigentlich, aber mit dem Thema jetzt immer mehr in Kontakt natürlich. Und was hat euch hierher jetzt gezogen? Also wolltet ihr wirklich neue Leute treffen oder gefällt euch einfach der Platz hier so gut? Wie sieht das aus? Frag dich jetzt nochmal. Nee, wir sind Mitveranstalter von dem internationalen Wohnmobiltreffen. Ach so. Ja, okay, das wusste ich jetzt. Siehst du, das erfährt man dann beim Interview. Genau. Okay, erzähl mal, wie kamst du dazu? Ich kam durch meinen Vater kam ich dazu. Der organisiert hier alles. Ja. Okay, oder? Okay. Wolfgang haben wir gestern auch schon interviewt und werden auch heute noch hier das Anmoderieren übernehmen. Also ich bin schon ganz gespannt, was da noch so bei rauskommt. Ja, okay, das heißt... Das ist eine Familie hier. Okay, also wirklich jung bis alt. Genau. Okay, verstehe. Das heißt, du bist hierher gekommen, weil du es selber magst oder hat dich dein Vater so ein bisschen gedrängt? Nee, weil du es magst. Okay. Und wegen der Ausstellung, wegen unserer Firma, markisenbanner.de. Okay, jetzt wird es immer spannender. Ich merke jetzt gerade, also das ist halt das, wir gehen einfach hierher fragen, ob wir interviewen dürfen und finden dann während des Interviews raus, dass sie auch eine Firma haben. Dann erzähl doch mal, was macht eure Firma genau? Werbetechnik, Fahrzeugtechnik und markisenbanner.de. Okay, markisenbanner.de. Was ist an eurer Markise besonders? Oder verkauft ihr verschiedene Markisen? Nee, rein die Markisenbanner sind für die Wohnmobile. Sind das die mit den ganzen Motiven drauf? Okay, dann kommt das von dir. Drauf. Genau. Also das heißt, diese Windschutzbanner, Frontscheibenbanner, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Frontscheibenbanner. Das zeigen wir das gerade mal.
genau, das haben wir gestern auch schon gesehen. Ach ja, okay. Ja, kommt sehr gut an tatsächlich. Ja. Was sind da die Hauptmotive so? Die Hauptmotive ist querbeet. Die ist ganz gemischt. Die Leute laden ihr eigenes Foto hoch und die Motive, die wir im Katalog drin haben, ist eigentlich total gemischt, was die Kunden wollen. Die Leute merken dann auch, glaube ich, gerade wenn die dann hier sind, ach, das ist sau praktisch, oder? Und dann kaufen sie sich gleich hier. Genau. Man macht es einfach drauf, ist innerhalb von einer Minute montiert und man hat keine Hitzestauung mehr hinter der Scheibe. Das gleiche gilt auch für die Markisenbanane. Wenn ich die vorne dran mache, ist hinten dran schön kühl, man holt die Sonne weg. Man kann in Ruhe frühstücken, ohne Beobachtung. Jetzt muss ich mich nochmal aufklären. Markisenbanner, was ist das jetzt genau? Das Markisenbanner ist das, was an die Markise vorne dran kommt. Hat man jetzt hier am Anhänger. Diese Streifen oder was? Nee. Ich hab's noch nicht verstanden. Hier, klar, hier vorne die. Guck mal. Diese vorne. Ich seh's noch nicht. Ach so, ja, okay. Aha. Okay, und die vorne, wie nennt man die dann? Frontscheibenbanner. Genau. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Also alle möglichen Motive, ihr könnt auch euch wahrscheinlich bei euch was aussuchen direkt, genau. Oder? Also wenn ihr jetzt nicht ein schönes Bild von euch habt oder wie auch immer. Hunde sind ein ganz beliebtes Motiv, sage ich mal. Haben wir gestern auch schon einige gesehen. Und das guckt man sich halt dann auch gerne hier mal ab. Genau. Ja. Okay, dann gehen wir mal zurück zu eurer Familie. Ihr habt auch zwei Hunde dabei. Wir haben auch zwei Hunde dabei. Ja. Ist es denn? Ja, hier liegen noch zwei. Ist es denn eng dann jetzt? Ihr seid zu dritt im Wohnmobil mit zwei Hunden oder wie ist das? Genau, zu viert. Wer ist noch dabei? Der Freund von meiner Tochter. Deswegen Besuch. Okay, dann jetzt gehen wir mal zu dir rüber. Du bleibst nicht außen vor. Das heißt, du bist kein Camper eigentlich. Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht, nee. Und was sagst du jetzt zu der Veranstaltung hier? Ja, ist ganz gemütlich, ne? Sonst immer Action, aber hier ist ganz ruhig. Okay, das heißt, du würdest auch nochmal campen gehen? Ja, durchaus, ja. Kannst jetzt auch nichts anderes sagen, oder? Nee, wenn die dabei sind. Also, du kannst uns dann später auch nochmal sagen, ob es wirklich so toll ist, wie du sagst. Das ist cool. Weil jetzt machst halt alles kaputt, wenn du jetzt sagst, mit denen nicht mehr. Oder was sagst du? Ja, man kann gut runterkommen. Ist schon eine angenehme Abwechslung mal. Ja. Und was machst du sonst so für Urlaub? Ja, immer unterwegs, viel angucken. Sightseeing oder wie? Auch, ja. Auch. Okay, wie ist denn die Aufteilung dann bei euch im Wohnmobil? Wer schläft wo und so weiter? Vielleicht kannst du es auch sagen? Ja, also wir schlafen oben in der Kabine und ihre Eltern schlafen hinten in dem richtigen Bett. Okay, also ihr müsst klettern, weil ihr jünger seid. Verstehe. Genau so. Dürfen wir uns denn das Wohnmobil mal anschauen? Alle so, wir hören das öfter, weil wir wussten ja nicht, dass ihr kommt, es ist nicht aufgeräumt. Aber es ist kein Problem, wir sind es gewohnt. Hier findet dieses, Moment schon, das Detail kannst du auch gerne. Oh, ja. Ja, Wolfgang ruft, Kühlschrank nicht vergessen, das machen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und hier sieht man ganz schön, das ist saupraktisch, da hat man die Tür nochmal richtig ausgenutzt. Ich meine, mit zwei Hunden und vier Leuten im Wohnmobil. Da kann es schon mal eng werden, oder? Kann eng werden, ja. Mag man sich danach noch? Ja, ist schon in Ordnung. Okay? Okay, sehr gut. Wir schauen uns jetzt mal von innen an. Jan, du darfst vor. Okay, ich gehe nach vorne. So, sie ist gerade schon ein bisschen am Rumräumen. So. Aber ihr habt hier sehr angenehm kühl noch. Ihr habt alles wahrscheinlich schön zugemacht, ne, dass dann auch die Hitze nicht so hier drin ist. Das geht immer noch. Wir haben auch hier so Maxwell eingebaut, alles mit Ventilatoren auch über dem Bett finden, dass, dass man nachts gut schlafen kann und immer genug Sauerstoff da ist. Ja. Ja, Maxfern ist echt eine geile Erfindung, oder? Ja, das ist toll. Also wir hatten vorher, hatten wir den nicht drin. Und dann war, also als wir zum Beispiel letztes Jahr hier waren, es war unerträglich heiß. Und da hatten wir nur hinten den und dann hat mein Mann gesagt, ey, wir machen vorne auch noch einen rein. Zur Erklärung, letztes Jahr um die Zeit waren es 40 Grad, oder? Genau, es war unerträglich. Also wir saßen hier auf dem Platz und sind, Vermisst du dann manchmal das klimatisierte Hotelzimmer oder so? Wir haben ja Abwechslung. Also wir fahren öfter so Wochenenden weg, aber wir machen auch immer noch ein, zwei richtige Urlaube im Jahr. Okay. Und man sagt ja immer so, oder das war immer die letzten Jahre so, ja, Camping ist ja billig und ist ja was für Leute, die kein Geld haben und so. Nee. Ist nicht mehr so. Nee. Also billig ist es auf keinen Fall, wenn ich immer überlege, was wir alles hier schon reingesteckt haben in das Wohnmobil und was man auch ausgibt für Essen und Trinken und
Ja, also. Und Ausflüge willst du ja trotzdem machen, oder? Richtig. Ja. Wir haben dann uns auch noch 2 E-Bikes gekauft und dass wir auch mobil sind beim Fahren. Wir haben zu Hause noch ein Quad gekauft und einen Hänger. Das haben wir jetzt nicht dabei, aber dass wir dann, wenn wir zum Beispiel nach Südfrankreich fahren oder so, dass wir auch mobil sind, dann. Ja, es wird halt immer mehr. Ich sag mal so, wenn jetzt, seid ihr das erste Mal zu viert jetzt in diesem Wohnmobil? Nee, wir waren schon öfter zu viert weg. Auch mit dem Freund quasi? Ja. Okay, das heißt, ihr seid es eigentlich jetzt schon gewohnt, ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt und so weiter. Genau. Wie ist das mit Bad zum Beispiel? Ist es dann schon mal, oh, ich brauche länger, jetzt warte ich darauf, dass die aus dem Bad kommen und so weiter? Es ist ja auch eng. Ja. Ist es ein Problem? Ja, manchmal, ich sag mal, beim Duschen wird es dann problematisch, weil es ist wirklich sehr eng. Mhm. Und ja, wenn man dann 2 hier sitzen, einer liegt oben, der andere ist im Bad und man wartet dann ins Bad zu gehen, das wird dann, ja. Ja, vor allem morgens, oder? Wenn dann jeder irgendwie was jeder machen noch zur Toilette muss. Aber meistens, wenn wir hier irgendwo so stehen, sind ja auch noch Toiletten, dass man die mal auslagern kann. Ja. Und ja, dann geht's eigentlich. Gehst du dann lieber ja hier duschen oder auf Toilette oder so? Oder wirklich, wenn es beim Campingplatz welche gibt, was ist dir da lieber? Nee, ich bin ein Monk, ich gehe mal hier. Okay. Also ich kenne das von den meisten Campern, die sagen, nee, also wenn ich meine eigene Toilette habe, meine eigene Dusche, dann egal wie eng es ist, ich will dann dahin. Genau. Ja, weil die habe ich dann auch sauber gemacht und die ist dann auch sauber und ja. Ja. Seid ihr denn auch seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder auch in anderen Ländern? Nee, wir waren auch schon in Südfrankreich und Holland, wo wir immer Belgien, wo wir dann so rumfahren. Also gerade in Südfrankreich, glaube ich, ist es mit der Hygiene bei Stellplätzen nicht ganz so, oder? Nee. Mm-mm. Obwohl es auch saubere gibt, ne? Wir haben da schon beides erlebt. Es gibt zum Beispiel einen Stellplatz direkt am Meer. Und da habe ich nachts mal zugeguckt, wie nebendran ein Wohnmobil aufgebrochen wurde. Und dann also war auch direkt die Polizei hinten drin. Aber da habe ich gedacht, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Also da, und dann sind wir am nächsten Tag auf den Campingplatz gefahren. Da habe ich gesagt, dass mit dem Stellplatz direkt am Parkplatz, das war, also war schon ein Camping. Wohnmobilstellplatz, aber der war halt nicht bewacht. Ja. Und direkt nebendran war der Parkplatz vom Strand und da haben die wohl geparkt und sind dann da rüber gelaufen und ich habe nur irgendwas gehört und habe dann gesehen, dass die nebendran am Wohnmobil zu schaffen waren, aber es war direkt Polizei. Warst du dann auch vorsichtiger danach oder hattest du irgendwie Angst? Ist bei euch schon mal sowas passiert? Nee, Gott sei Dank noch nichts passiert, aber ich habe immer Angst, dass irgendwie ja, ich lasse auch nichts im Wohnmobil, also ich nehme immer alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Ja. Aber ja, ich glaube, das Schlimmste wäre halt, dass jemand drin war. Nicht, dass was fehlt, ne, sondern einfach, dass Fremde im Wohnmobil waren. Ich glaube, das wäre so. Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, es geht einem beim Haus ähnlich. Ich meine, man ist halt auch in seiner Privatsphäre so dann eingeschränkt. Genau, irgendwie, richtig. Ne? Ja. Genau. Okay, also Wolfgang hat gesagt, wir sollen in den Kühlschrank schauen. Entweder gibt es was Spannendes oder er hat es einfach als Gag gemeint, weil Sven auch immer in den Kühlschrank schaut. Nein, dürfen wir mal rein? Ja, jetzt müssen wir mal leider mal reingucken. Dann fallt ihr um. So, hier hinter dir schon. Also gibt's hier was, wir müssen uns gleich mal umdrehen. Also 4 Personen. Okay, ich sehe, abends gibt es Party Alkohol. Mit Alkohol, genau. Ist okay, ihr dürft es euch ja gut gehen lassen. Ja. Und so lässt sich vielleicht dann auch mit der 18-jährigen Tochter ein bisschen besser aushalten. Genau. Nee, Spaß. Ein Jim Beam later. Und genau. Ja, genau, genau. Ich habe die Truhe, sieht, da sind da nur für den Lillet anzurühren, die Eiswürfel. Ach, ja. Und ja, aber wenn schon, denn schon, oder? Denn ja, also sehe ich genauso. Und ich finde, ihr habt euch aber wirklich gut organisiert. Also sowas ist ja auch so haushaltsüblich eigentlich, aber auch im Wohnmobil total praktisch. Richtig. Wir haben ganz viele Sachen so umfunktioniert, die man eigentlich so zu Hause nutzt, die man aber dann hier nicht missen möchte. Ja, Gewürzständer. Ist auch ganz praktisch, genau. Hier. Ja, sieht eigentlich auch nach normalem Haushalt, sage ich jetzt mal, aus. Ja. Kocht ihr denn hier drin auch viel? Ja. Wir kochen, also meistens wird halt draußen gegrillt, aber die Salate machen wir hier. Oder es gibt auch, letzte Woche haben wir, oder vor 2 Wochen haben wir Spaghetti gemacht. Also ganz normale Sachen halt auch. Ja, cool. Also ich meine, die Sitzgruppe reicht eigentlich auch für 4 Personen, selbst wenn mal schlechtes Wetter ist, oder? Und wie sieht es denn mit dem Platz aus? Wenn man jetzt wirklich mit 4 Personen und Hunden, da hat man ja schon einiges dabei. Geht euch da der Platz aus oder sagt ihr, oh, wir müssen uns echt einschränken mit Klamotten oder so? Nee, also ich krieg alles unter, ja. Also es passt eigentlich alles rein. Das meiste, also meine Tochter, wenn die bleiben normalerweise ein ganzes Wochenende, dann haben die hier oben auch noch ihre Kleider dann teilweise liegen, weil nicht genug Platz ist. Aber ansonsten kriegen wir alles unter. Okay, verstehe. Aber ihr macht auch Kurztrips mehr, ne? Ja. Okay. Ja. Also für 2 Wochen wäre es dann doch ein bisschen viel, oder? Wir waren auch schon 2 Wochen in Südfrankreich, wie gesagt. Das geht auch, aber man muss Platz sparen. Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Okay, ich habe hier jetzt auch so ein kleines Detail gesehen, was ich richtig cool finde. Das ist kein Mülleimer. Aber das, ja, da ist jetzt gerade umfunktioniert. Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt nicht nach Mülleimer aus gerade. Ich wusste nicht, wohin eben, und dann habe ich das umfunktioniert. Aber ist praktisch, oder? Wenn man da irgendwas schneidet oder so. Genau, kann man direkt alles reinmachen. Wir haben auch draußen an der Tür noch so einen Mülleimer. Mhm. Also, wir haben ja vorhin vom Bad gesprochen. Magst du uns das mal ganz kurz zeigen? Ja, Jan muss gerade wieder die Seite wechseln. Aber ich muss sagen, dafür, dass ihr mit vier Personen hier drin seid, ist es jetzt mega aufgeräumt. Den Müll da rein. Ja, ich habe es zu früh gefragt. Alles gut, alles gut. Nein, alles gut. Aber ansonsten. Wir wollen nur mal die Größe auch von dem Bad. Aber ich finde, die Dusche ist eigentlich ausreichend, oder? Auch für deinen Mann von der Größe. Das passt eigentlich ganz gut. Und wir sehen auch hier wieder an der Tür, Jan, kannst du gerade nochmal filmen. Ihr nutzt da wirklich jeden Platz und es ist saupraktisch, wenn man diese Fächer hat, oder? Genau. Also die sind schon sehr praktisch, kriegt man alles rein. Ja. Und ansonsten sind auch überall Haken, wo dann jeder noch sein Täschchen aufhängen kann. Ja. Ich gehe gerade mal rein, dass man das Größenverhältnis mal sieht. Also ich bin jetzt 1,66 groß und habe auf jeden Fall noch gute Stehhöhe. Ja. In der Dusche geht es nochmal, ein bisschen geht es noch runter. Genau, aber eigentlich völlig ausreichend. Natürlich zu zweit wird es schwierig, aber da muss man sich halt arrangieren einfach, oder? Das geht. Gibt es denn da Streitigkeiten, wenn man jetzt so mit vier Personen unterwegs ist? Wer macht was? Keine Ahnung, ich mache weniger als der andere, was weiß ich. Nee, ich mache alles. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also klare Aufteilung auf jeden Fall. Ja, also mein Mann, der ist so für den Aufbau zuständig. Mhm. Der baut draußen die Möbel auf und die Markisen. Und für Saubermachen und Kochen bin ich zuständig. Okay, aber macht ja auch nichts aus? Nö. Ja. Nee. Dann ist ja in Ordnung. Und wer darf das Wohnmobil fahren? Mein Mann. Okay. Ja. Fährst du auch ab und zu? Oder? Ja, aber nur auf geraden Strecken. Okay. Also er darf sich auch mal ausruhen, wenn er müde ist. Dann löst du ihn auch mal ab. Ja. Aber normalerweise fahren wir auch nicht so lange, dann machen wir immer eine Pause oder suchen uns noch einen Stellplatz auf dem Weg, wo wir dann nochmal anhalten. Ja. Und das Bett reicht euch auch völlig? Ja, das reicht dicke. Wie ist es mit nachts aufstehen oder so, wenn einer mal... Ich liege immer vorne, weil ich Frühaufsteher bin und sowieso morgens immer früh auf bin und mein Mann liegt hinten. Okay. Und dann, der steht auch nachts eigentlich nicht auf. Ja, dann ist ja ideal, ne? Wir haben ja jetzt hier die jüngere Gruppe. Ja, genau. Die wissen noch nicht so oft das Klo. Wir haben nämlich gestern festgestellt, manche schlafen dann getrennt, weil sie eben sagen, nee, wenn einer raus muss, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist blöd in so einem Bett tatsächlich. Ja. Weil ich habe früher immer hinten geschlafen. Und wie gesagt, dann musste ich immer über den krabbeln und deshalb habe ich irgendwann gesagt, nee. Weil ich werde dann auch nervös, weil ich dann nicht mehr einschlafen kann. Wie heute Morgen bin ich auch schon ab 5 Uhr hier rumgegeistert. Ja. Und dann setze ich mich einfach dahin, mache mir einen Kaffee und und dann kann der schlafen. Dann zieht man den Vorhang zu und dann ist die Tür zu. Vorhang, genau. Genau. Wünscht ihr euch manchmal auch eine andere Form von Wohnmobil oder seid ihr nach wie vor damit happy? Nee, also wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätten wir ein anderes, aber das reicht. Welches denn? Ein Mobilwetter. Ein was? Ein Mobilwetter. Ein Mobilwetter? Ja, ist eine Marke. Und also ich fand die Aufteilung damals so schön. Da kommt man rein, hat eine relativ offene Küche, geht hier hat man ein Raumbad. Ja, und kann. Das ist natürlich toll. Das ist nochmal was anderes und kann dann links und rechts ins Bett gehen. Da waren dann solche Stufen. Also das hätte mir jetzt von der Aufteilung besser gefallen. Aber. Und warum habt ihr euch das für das dann entschieden? Preis? Ja, das ist das Wohnmobil von meinem Schwager. Also das hat früher meinem Schwager und der Schwägerin gehört. Und dann habe ich gedacht, nehmen wir. Machen wir, okay. Ja, weil die haben ein größeres gebraucht, weil die ja 3 Kinder haben. Und dann haben wir gedacht, komm, dann kaufen wir das. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Das bietet sich natürlich dann auch an und es ist halt auch so eine Preisfrage. Wäre denn das andere Wohnmobil länger, größer irgendwas gewesen? Ja, länger, größer, alles. Alles. Ja, okay. Länger, größer, irgendwo muss der Platz ja auch herkommen, ne? Okay, ich danke dir, dass du uns mal hier so einen Einblick gegeben hast. War auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, wir gehen jetzt sogar noch mal zu deiner Schwägerin rüber, wenn sie einverstanden ist. Weil 3 Kinder ist natürlich auch eine Hausnummer und das wollen wir uns gerne mal anschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja.